In diesem Video geht es um die Existenz von Nash-Gleichgewichten. Wir hatten ja in der Vorlesung bereits Nash-Gleichgewichte definiert und wir hatten jetzt auch in der letzten Vorlesung die Definition erweitert für gemischte Strategien. Und das ist natürlich auch wichtig, weil wir hatten gesehen, manche Spiele, wie zum Beispiel Matching Pennies oder Stein, Schere, Papier und ähnliche Spiele, haben überhaupt kein Gleichgewicht in reinen Strategien. Wenn wir jedoch für gemischte Strategien erlauben, dann hat jedes endliche Spiel ein Nash-Gleichgewicht. Und das geht zurück auf John Nash, der dieses Gleichgewichtskonzept 1950 entwickelt hat und auch gleichzeitig bewiesen hat, dass es immer existiert. 1950 war John Nash übrigens ungefähr 22, das war Teil seiner Dissertation. Also recht ordentlich. Er hat also danach noch ein paar weitere sehr, sehr schwierige und tiefe Mathematiktheoreme bewiesen und dann wurde er leider krank, sehr schwer erkrankt an Schizophrenie, war viele Jahrzehnte in irgendwelchen psychiatrischen Kliniken untergebracht und ist erst in den 90er Jahren wieder, dank besserer Medikamente, sozusagen wieder aufgewacht in der Öffentlichkeit erschienen und bekam dann tatsächlich auch, ich glaube es war 1995, den Nobelpreis für genau dieses Resultat, was wir heute besprechen werden, nämlich den Existenzsatz von Nash-Gleichgewichten. Okay, also schauen wir uns erst nochmal das Theorem genau an. Es geht hier um n-Personen, Normalformspiele. N ist endlich, also die Anzahl der Spieler ist endlich. Das machen wir eigentlich prinzipiell. Aber auch die Strategienmenge SI, die Strategienmenge der reinen Strategien, ist endlich. Es gibt also nicht unendlich viele reine Strategien. Wir hatten jetzt gerade zum Beispiel ein Spiel gesehen, das Cournot-Spiel, wo die Strategienmenge unendlich war, also ein Kontinuum war, ein Intervall war. Da wird dieses Theorem nicht anwendbar sein im strikten Sinne. Es gibt aber Erweiterungen, die dann auch die Existenz beweisen. Gut. Wichtig ist, dass natürlich gemischte Strategien erlaubt sind. Das ist klar, weil sonst hätten wir diesen Existenzsatz nicht aufschreiben können. Wie hat John Nash das nun bewiesen? Wir werden in dieser Vorlesung nicht den Existenzsatz wirklich beweisen können. Das geht viel zu weit. Aber wenn Sie es interessiert, können Sie zum Beispiel in einem fortgeschrittenen Spieltheoriebuch, zum Beispiel auf Furtenberg und Tirol, können Sie das nachlesen. Dort finden Sie dann alles, was Sie brauchen. Hier ist übrigens der berühmte Artikel von John Nash in den Proceedings of the National Academy of Science 1950. Sie sehen, das ist der ganze Artikel, das ist eine Seite und dieser Artikel wurde weltberühmt. Später gab es dann noch etwas ausführlichere Veröffentlichungen, zum Beispiel in Econometrica, wo das genauer beschrieben wird, aber im Prinzip ist hier eigentlich alles drin, was man braucht. Sie sehen die Konstruktion, Sie sehen die Anwendung von Kakutanis Fixpunkttheorem. Man könnte es auch mit dem Brauerschen Fixpunkttheorem machen. Kakutani ist eine Erweiterung davon. Und Sie sehen, dass am Ende er schlussfolgern kann, hence there is an equilibrium point, also der Beweis der Existenz von solchen Gleichgewichten. Hier oben wird das Gleichgewicht übrigens definiert in diesem ersten Absatz. Also alles sehr, sehr kompakt und knapp beschrieben. Wie gesagt, wir werden also jetzt nicht den Beweis nachvollziehen, aber wir werden versuchen zu verstehen, warum man diese Bedingungen hier braucht, warum man zum Beispiel braucht, dass die Strategienmenge endlich ist. Und wir werden uns anschauen, was passiert, wenn sie es nicht ist. Und das erste Beispiel, was ich dafür geben möchte, ist ein Spiel, das tatsächlich die Europäische Zentralbank in echt gespielt hat, unfreiwillig. Und zwar ging es dabei um die Zuteilung von sogenannten Repos. Das sind Assets, mit denen die Zentralbank den Banken, den Geschäftsbanken Liquidität gibt. Und wir werden uns mal anschauen, was alles dabei schiefgegangen ist.
Wie lief das Spiel? Das Spiel wurde tatsächlich bis etwa zum Jahr 2000, bis Juni 2000 gespielt. Es lief so, dass jede Woche die EZB eine Auktion veranstaltet hat, bei der die Banken, die Geschäftsbanken, Refinanzierung erhalten konnte. Und jede Bank hat schlicht und einfach gesagt, wie viel sie braucht. Das nennen wir BI, das ist, was sie sagt, was sie braucht. Das muss nicht stimmen, das ist eine strategische Variable, das kann man also entscheiden, wie man möchte. Die wahre Nachfrage, was sie also wirklich gebraucht hätte, wäre DI. Und da muss man wissen, dass zu diesem Zeitpunkt dieser Auktion zu einem festen Zinssatz stattgefunden haben. Es war also nicht so, dass die EZB das wirklich versteigert hätte an den Meistbietenden zum Beispiel, also der hat den höchsten Zinssatz bereit ist zu bezahlen, sondern zu einem festen Zinssatz wurden diese Refinanzierungen zugeteilt. Wir nehmen jetzt hier an, zur Vereinfachung, dass wenn eine Geschäftsbank mehr Liquidität bekommt, als was sie eigentlich braucht, dass ihr das dann nichts ausmacht, dass sie das relativ leicht auf dem Interbankenmarkt abstoßen kann. In Realität ist es so, dass es doch manchmal etwas unangenehm sein kann, wenn man zu viel davon hat. Also könnte man da ein etwas gewisse Kosten unterstellen. Das würde aber das Modell nicht wirklich verändern. Wie läuft es also ab? Die EZB sammelt von allen Banken die Gebote und die Gebote sind ja diese BI. Das ist das, was jede Bank sagt, was sie braucht. Sie summiert es und dann erhält sie das Groß B. Das ist also die Gesamtanzahl der Gebote oder was die Banken insgesamt behaupten, was sie bräuchten. Die EZB hat auch eine gewisse Menge A, das nennt sich das Allotment, was sie eigentlich zuteilen möchte. Und in normalen Zeiten ist es so, dass das Allotment typischerweise geringer ist als das, was die Banken haben wollen. Jetzt sind wir gerade zur Zeit mal wieder in einer Krise und in jeder finanziellen Krise kann es durchaus passieren, dass die Banken weniger Geld haben wollen, als was die Zentralbank bereit ist zu geben. Dann haben wir überhaupt kein Problem. In diesem Fall also wäre es kein Problem. In diesen Zeiten um das Jahr 2000, als es gespielt wurde, war es aber so, dass die Zentralbank die Liquidität knapp halten wollte, um keine Inflation aufkommen zu lassen. Und deswegen hat sie das Allotment immer kleiner gesetzt als das, was die Banken typischerweise haben wollten. Und wenn das der Fall war, dann wurde rationiert. Und zwar ganz einfach mit einer Quote Q, die entsprach einfach dem Verhältnis von A und B. Das heißt, wenn man also zum Beispiel, wenn diese Quote zum Beispiel ein halb war, dann bekam jede Bank einfach nur die Hälfte von dem, was sie angefragt hat. Gut. Jetzt kann man sich schon überlegen, wie die Bank nun strategisch vorgehen sollte. Wie hoch sollte sie bieten? Wenn ihre wahre Nachfrage DI zu bieten ist okay, aber nur wenn das erwartete B von allen Banken kleiner ist als das, was die Zentralbank zuteilen möchte. Also wenn nicht rationiert wird. Wenn nicht rationiert wird, kann ich ohne Probleme meine wahre Nachfrage bieten. Typischerweise ist es aber so, dass wenn das B größer sein wird und warum, wenn zum Beispiel die wahre Nachfrage größer ist als A, dann kann dies natürlich kein Gleichgewicht sein. Warum nicht? Wie könnte man das sehen? Wenn BI größer ist als DI, das heißt also, wenn ich mehr biete, als was ich eigentlich brauche, dann kann ich die Rationierung aushebeln zu einem gewissen Maße. Warum? Nun ja, es ist schwach dominiert, denn wenn ich mehr nachfrage, als was ich eigentlich brauche, dann kriege ich vielleicht manchmal zu viel. Das stört mich aber nicht. In jedem Fall werde ich aber dann, wenn ich rationiert werde, mehr bekommen, als wenn ich die Wahrheit sagen würde. Also werden alle Banken mehr bieten, als was sie eigentlich brauchen. Was passiert nun? Ja, das Problem ist, dass dieses Spiel kein Gleichgewicht hat. Wie kann man das sehen, dass es kein Gleichgewicht hat? Es hat kein Gleichgewicht, weil
Sobald die Quote kleiner ist als 1, wäre man immer besser dran, wenn man noch mehr bietet, als was man eigentlich schon vorhatte zu bieten. Denn dadurch kann man die Rationierung noch weiter aushebeln und man bekommt mehr, man kommt näher dran an das, was man eigentlich braucht. Das heißt, man möchte mehr und mehr bieten und das macht jede Bank. Und wenn alle viel bieten, dann habe ich nicht noch besser dran, wenn ich noch mehr biete. Und das ist also ein sehr skurriles Spiel, das hat kein Gleichgewicht. Und jetzt wollen wir uns mal anschauen, was in der Realität passiert, wenn an so ein Spiel, eine Institution, die einfach schlecht konstruiert ist, was passiert, wenn das in der Wirklichkeit wirklich gespielt wird. Und wir sehen nun Folgendes, dass diese Zuteilungsquote dramatisch wirklich gesunken ist. Sie war schon nie besonders hoch. Dieses Spiel, diese Auktionen wurden ursprünglich erst von der Bundesbank eingeführt und dann von der EZB weitergeführt, als der Euro kam. Selbst als die Bundesbank es benutzt hat, war es so, dass diese Quote typischerweise so bei 40% war. Das heißt also schon eigentlich relativ niedrig. Aber im Laufe der Zeit ist das immer weiter runtergegangen. Und Sie sehen hier am Ende, im Juni 2000 war diese Quote bei wirklich unter 1%. Ein vollkommen absurder Wert. Das heißt, wenn ich 1 Milliarde haben wollte als Bank, hätte ich über 100 Milliarden bieten müssen. Und Sie können sich vorstellen, was dann passiert. Wenn zum Beispiel mal, so wie hier geschehen, in dieser Woche, aus irgendwelchen Gründen die anderen Banken sich zurückhalten und ich aber trotzdem jetzt das Hundertfache biete von dem, was ich bekomme, dann bekomme ich das plötzlich, weil hier in dieser einen Ausnahmewoche war die Quote 1. Das heißt, es wurde voll zugeteilt und dann bekomme ich plötzlich das Hundertfache von dem, was ich eigentlich brauche und das verursacht dann schon gewisse Probleme. Sie sehen also, dieses Spiel hatte einen vollkommen absurden Verlauf genommen. Es wurde immer weiter, die Quote wurde immer niedriger und wäre gegen Null gegangen, hätte nicht irgendwann die EZB Einsehen gehabt und hätte gesehen, dieses Spiel, das hat keinen Sinn. Wir müssen die Regeln ändern und die Regeländerung, die vorgenommen wurde, waren variable Zinssätze. Damit ist das alles kein Problem mehr. Also wir sehen ein Spiel, wenn es kein Gleichgewicht hat, dann wird es typischerweise scheitern. Es kann kein vernünftiges, auf Dauer stabiles Verhalten erzeugt werden. Ganz klar hier, dass dieses Spiel nicht funktionieren kann auf Dauer. Und was war nun der Grund für dieses Versagen? Das Problem war, dass der Strategienraum unbeschränkt war. Wenn also alle Banken schon, sagen wir mal, 1 Billion Euro bieten, dann kann ich immer noch mehr bieten als sie und damit meine persönliche Zuteilungsquote erhöhen. Und das ist das Problem. Das ist genauso wie das Spiel, das sehr einfache Kinderspiel, das auch kein Gleichgewicht hat. Und das Kinderspiel läuft so, wer sagt die höhere Zahl? Und Sie werden leicht verstehen, dass dieses Spiel auch kein Gleichgewicht hat, denn egal welche Zahl der andere sagt, ich kann immer noch eine höhere Zahl sagen. Und so ähnlich lief das halt hier nur, dass es nicht ganz so transparent war, aber im Prinzip war es dasselbe Spiel. Wer die höhere Zahl hat, hat gewonnen. Insofern also ein Spiel ohne Gleichgewicht und das Problem war, wie gesagt, die unbeschränkte Strategienmenge. Hätte die EZB gesagt, man darf nur bis zu einem bestimmten Maximalbetrag bieten, dann hätten alle genau diesen Maximalbetrag geboten und das wäre das Gleichgewicht gewesen. Aber das hätte der Bank auch nicht viel geholfen. Zumindest die Lösung, die sie am Ende gefunden hat, nämlich die variablen Zinssätze, ist deutlich besser. Gut, zweites Beispiel. Zweites Beispiel für ein Spiel ohne Gleichgewicht. Und zwar werden wir uns jetzt den Bertrand-Wettbewerb anschauen. Und dann werden wir eine leichte Variation einbauen. Zuerst mal vergessen Sie erstmal kurz diese Angabe hier. Wir nehmen erstmal an, jeder Preis zwischen 0 und 1 wäre möglich für eine Firma, wenn sie ihren Preis setzt. Wir nehmen an, dass es zwei Firmen gibt,
dass die Grenzkosten null sind oder damit alle Kosten null sind. Die Nachfrage ist ganz einfach. Die Nachfrage ist so, dass nur die billigste Firma verkaufen kann. Das heißt also, die verkaufen letztendlich zwei Produkte, die genau identisch sind, und die Kunden gehen immer zum billigeren Anbieter. Und wenn ich der billigere bin, also wenn I den niedrigeren Preis hat, dann bekomme ich die volle Nachfrage zu diesem Preis. Was in diesem Fall also ganz einfach, wir nehmen einfach wieder eine lineare Nachfrage an, 1 minus PI. Das ist die Anzahl der Einheiten, die ich verkaufen kann, wenn ich den Preis PI habe. Der Preis der anderen Firma ist höher. Wenn ich allerdings den höheren Preis habe, dann verkaufe ich gar nichts. Und wenn wir zufällig genau denselben Preis haben sollten, dann verkauft jeder von uns die Hälfte der Menge. Das ist die typische Annahme bei Bertrand-Wettbewerb. Das heißt also, sehr scharfer Wettbewerb im Sinne von, dass die Kunden immer zum billigeren Anbieter gehen, und sobald einer ein bisschen billiger ist, bekommt er alle Kunden. Was ist jetzt das Verhalten der Firmen? Erstmal schauen wir uns an, was der Gewinn ist. Der Gewinn ist einfach nur hier, besteht hier nur aus dem Erlös, keine Kosten, also P mal QI, PI mal QI. Was könnte hier ein Gleichgewicht sein? Nehmen wir mal an, es gäbe eine Kombination von Preisen P1 und P2, die ein Gleichgewicht wäre. Und wir nehmen mal an, ohne Verlust der Allgemeinheit, dass P1 größer ist als P2. Könnte Firma 1 sich jetzt verbessern, indem sie Firma 2 unterbietet? Natürlich könnte sie das. Denn wenn sie in der aktuellen Situation verkauft sie gar nichts, da sie den höheren Preis hat. Wenn sie die andere Firma um Epsilon unterbietet, um eine ganz kleine Menge unterbietet, dann bekommt sie die volle Nachfrage, und das ist sicherlich besser als null. Genauso, falls beide Firmen exakt denselben Preis liefern. Wenn beide denselben Preis haben, dann werden sie sich den Markt teilen. Vorausgesetzt, dieser Preis ist noch größer als null, wird es natürlich so sein, dass die Firma, die dann die andere um Epsilon unterbietet, plötzlich den Markt für sich allein bekommt und damit ihren Gewinn steigern kann. Weil vorher hatte sie nur die halbe Nachfrage, jetzt hat sie die ganze Nachfrage und ihr Preis sinkt nur durch Epsilon. Das heißt, in beiden Fällen hat eine Firma immer den Anreiz, die andere Firma um Epsilon zu unterbieten. Und damit können wir kein Gleichgewicht finden mit diesen beiden Bedingungen, nämlich dass entweder ein Preis höher ist oder dass sie gleich sind und beide Preise sind größer als null. Das heißt, der einzige Gleichgewichtskandidat hier wäre, dass beide einen Preis von null wählen. Das wäre normalerweise das typische Bertrand-Gleichgewicht, beziehungsweise falls wir Grenzkosten hätten, dann wäre das P1 gleich P2 gleich C. Aber C ist hier gerade gleich null. So, was ist aber jetzt hier in diesem Spiel das Problem? Das Problem ist in diesem Spiel, dass die Null, der Preis von Null, ist nicht erlaubt. Der ist nicht Teil der Strategiemenge. Das heißt, man kann keinen Preis von Null wählen. Und damit hat dieses Spiel hier kein Gleichgewicht. Denn für jeden positiven Preis gibt es immer noch einen Preis, der etwas kleiner ist als das. Und damit gibt es nie ein Gleichgewicht. Das ist zwar ein etwas artifizielles Problem, insbesondere wenn es so etwas gibt wie eine kleinste monetäre Einheit, also zum Beispiel 1 Cent. Aber das kann man auch ändern, zum Beispiel an Tankstellen kann man auch mit Zehntel Cent konkurrieren. Also das Problem ist hier, dass meine Strategienmenge nicht endlich ist. Wenn sie ein kompaktes Intervall wäre, dann gäbe es Existenzbeweise anderer Art, die sicherstellen könnten, dass ein Gleichgewicht existiert. Aber hier haben wir eine nicht abgeschlossene Menge, die ist hier halb offen, die Null ist nicht drin, und damit haben wir ein Problem. Hier gibt es kein Gleichgewicht in reinen Strategien. Man kann aber auch zeigen, dass auch nicht in gemischten Strategien ein Gleichgewicht existiert.